Uhr, eine Ratte. El Ratto, was machst du denn hier? Mein Lieber. Oh, wir schauen mal. Oh, so, da ist meine Axt. Das hätte uns jetzt beinahe das Leben gekostet. Mein lieber Wolf, sei doch nicht so. Vielleicht schmeißen wir euch auch einfach mal ein paar Bömmchen an den Kopf. Wir haben sie ja. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer entspannten Runde in Shrouded mit dem Gamebro und mit dem Charakter, den wir jetzt gerade erstellen werden. Leute, ich habe mich so riesig auf dieses Spiel gefreut. In Shrouded ist seit heute im Early Access verfügbar und es ist ein wunderbares Spiel. Wir haben die Demo damals schon gespielt, im letzten Jahr, im Dezember, glaube ich, war das. Und ich habe es super gut gefunden. Es ist ein Spiel vom deutschen Entwickler Keen Games. Es ist ein Survival-Spiel mit einer riesigen offenen Spielwelt, mit einer Voxel-Engine. Wir können quasi alles bearbeiten, abbauen, verändern, wie wir wollen. Es ist ein. Das hat mir in der Demo schon irrsinnig gut gefallen. Wir stellen jetzt mal eben kurz auf die Schnelle einen Charakter. Ich würde sagen, ich mache das alles nur eben ganz, ganz schnell. Wir nehmen auf jeden Fall einen männlichen Spieler diesmal. Wir machen schnell einmal das Haar. Ich möchte. Es gibt nicht irrsinnig viele Auswahlmöglichkeiten. Es gibt ein paar verschiedene Frisuren, es gibt aber nicht irrsinnig viel. Man kann ein paar Haarfarben aussuchen. Ich mache das Haar einmal gräulich und genauso möchte ich auch ein Bärtchen haben. Und das Bärtchen machen wir in der gleichen Farbe. Wir nehmen grau. Das passt ganz gut. So, die Stimme wähle ich auch. Wir haben die Wahl zwischen ein paar männlichen und ein paar weiblichen Stimmen. Um genau zu sein, 5 zu 5. Ich nehme diese Stimme. Die passt mir ganz gut. Und dann erstellen wir den Charakter. Ich würde sagen, wir nennen den guten alten Herrn Grimbo. Das ist der Grimbo. Da brauche ich mich nicht immer. Ja, so ärgern, wenn ich mich mal verspreche. Das ist der Grimbo. Und mit dir ziehen wir heute in die Schlacht. So, wir stellen das Spiel Grimbo. Ich hatte auch schon einmal ganz klein ein bisschen reingeguckt. Wir machen jetzt diese Welt. Grimbo, wir machen privat. Wir spielen auf der Welt. Wir erstellen eine neue Welt. Die neue Welt heißt aber auch Grimbosia. Bosia. Grimbosia. Wunderbar. Und los geht's. Namensstufe 1. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure. A blessing, a weapon, once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Ja, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Wunderbar, es geht los. Wir erwachen. Ein tolles Gefühl. Wir sind wieder da. Na komm, mein Lieber. Steig aus deiner Kapsel. Leute, ich finde dieses Spiel wirklich unglaublich schön und es gefällt mir wahnsinnig gut. So, wir sind hier, wir sind in einer Welt, die von einem mysteriösen Nebel befallen ist. Dieser Nebel ist das Miasma. Wir werden es gleich kennenlernen. Die Licht- und Schatteneffekte und Nebeleffekte finde ich persönlich irrsinnig gut. So, wir gehen einmal hier ran. Mit der Flamme kommunizieren. Die Flamme. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Das Bluttal ist untergegangen, verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Verhindere einen Ort in dieser erloschenen Welt. Errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen.
der Flammenaltar. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir müssen losziehen und einen Bauplatz finden, an dem wir einen Flammenaltar aufstellen können, der einen Schutzbereich für uns definiert. Und in diesem Schutzbereich können wir bauen. Wir gehen einmal kurz auf die Karte. Die Quest möchte das von uns. Die Karte wäre... genau hier. So, wir sind hier unten am Flammenaltar, an der Flammenkrypta. Wir müssen hier oben nach... zu unserem Ausrufezeichen Ebene für die erste Basis. So, und jetzt ziehen wir langsam los. Wir schauen uns noch einmal ein bisschen um. In diesem Spiel kann wirklich an jeder Ecke und in jedem Ort irgendwo eine kleine Überraschung warten. Und ich möchte gerne alles mitnehmen. Alles, was ich entdecken kann, möchte ich entdecken. So, ich bin kein 100% Mensch, aber... so, Pflanzenfaser-Dachblock bei Werkbank. Wir haben gerade eben Pflanzenfasern aufgehoben und schon bekomme ich das erste Rezept. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Das machen wir doch. Hier müssen wir hin. Wir haben das Tagebuch. Das Tagebuch sagt uns, was wir machen müssen. Erreiche die Ebene, Gluthal ist gefallen, verschlungen von dem Miasma, bringe das Licht zurück und erobere das Land, indem du einen Flammenaltar in der Wildnis errichtest. Genau, das ist unsere Aufgabe und darum kümmern wir uns jetzt. Hier vorne leuchtet noch etwas, also denke ich mal, hier liegt ein Buch. Hallo, mein Lieber. Na, geht's dir gut? Ich glaube nicht so sehr. Er sieht schon ein bisschen vermodert aus. Neue Geschichte allgemein über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammenden Kern, eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern, aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Wer auch immer du bist, mein lieber Balthasar. Das Spiel wirft einem immer wieder so schöne Geschichtsfetzen hinzu. Schöne kleine Happen, die man lesen kann. Und ich denke, wir werden am Anfang, besonders am Anfang, die ganzen Geschichtsfetzen einmal mitnehmen und lesen. Also ich finde es unglaublich spannend und interessant. Es ist schön geschrieben. Ich mache das gern für euch. So, sagt mir mal auch gern Bescheid. Ob euch das stört, dann lassen wir das bleiben. So, wir bekommen das erste Equipment. Wir bekommen eine Fackel und einen Verband. Na, lass das sein. Du sollst aufheben. Genau, mit G hebst auf. Und wir sammeln auf, was hier liegt. Wir haben ein paar Verbände. Hier liegt noch eine Fackel. Die können wir auch direkt mal mitnehmen. Wunderschön. Und jetzt sehen wir auch schon die schönen stimmigen Lichteffekte. Dieses kleine Irrlicht, das zeigt uns immer so ein bisschen den Weg an. Es fliegt voraus und erhält irgendwelche Lampen und zeigt uns im Prinzip eine Richtung, in die wir gehen können und sollen. Ich gehe jetzt aber einmal kurz hier lang. Hier liegen noch ein paar Aschebrennbomben. Die nehmen wir mal an uns. Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. So, mein Lieber, dann schmeiß mal deine Bömmchen. Dann schauen wir doch mal, was passiert. Reichen zwei? Wunderbar. Ihr seht schon, wie schön sich die Landschaft hier verändern lässt. Und wir entdecken ein Geheimnis. Eine schöne kleine Truhe. Was bekommen wir? Ein Beil? Das nehmen wir mit. Das macht ordentlichen Schaden. Und wir haben noch ein Buch zu lesen. Kommt zusammen, wir trinken. Eine Ode der Königin, einst von den Jungen. Drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll. Und wenn sie laut dachte, dann hatte sie gesungen. Mäht in meinem Becher oder füllt ihn mit rum. Lieber zu viel Trank, als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also seid's geteilt. Trink lieber zu viel, ob das ihr verweilt. Lieber mäht in meinem Kopf und auf der Flucht, als meinen Kopf auf einem Spieß bar jeder Sucht. Holt rum und mäht und in den Becher rein, den Becher auf den Kopf. Lass das Trinken nicht sein. Ein wunderschöner, kleiner, schöner Trinkspruch. Wunderbar. Entschuldigung, das war nicht so geplant. Jetzt habe ich noch eine Bombe geschmissen. Nein, lass es sein. So, wir können auch so ziemlich, lass es doch sein, so ziemlich alles in dieser Spielwelt zerstören. Und das lohnt sich auch immer wieder, weil man bekommt durch alles Ressourcen. Jetzt haben wir zum Beispiel Holz bekommen, durch diese Fässer. Wunderbar, eine schöne Gelegenheit, ein bisschen was zu sammeln. Auch sowas kann man, wenn man möchte und Zeit hat, abbauen. Es lohnt sich eigentlich immer. So. Das Schöne ist, wenn wir auf eine Leiter zulaufen, dann läuft der Charakter automatisch runter. Ich brauche nichts drücken. Das ist auch eine echt sehr, sehr coole Geschichte. So, wir müssen eigentlich jetzt hier lang. Aber ich habe entdeckt, dass hier ein kleiner Geheimweg ist. Den können wir öffnen. Sollten wir auch tun. Weil auch hier gibt es wieder eine schöne kleine Kiste. Die öffnen wir. Und wir bekommen noch eine Fackel und einen Verband. Sehr schön. Hätten wir nicht unbedingt gebraucht.
aber besser als nichts. So, und jetzt gehen wir runter, immer weiter in die Höhle. Und schaut mal hier, dieser schöne blaue wabernde Nebel da hinten. Das ist das Miasma. Herrlich. Entschuldigung, ich muss mich nochmal räuspern. Ich habe seit Tagen immer wieder einen Frosch im Hals. So, schaut euch das an, wie wunderschön das aussieht. Ich feiere das, mir gefällt das Spiel richtig, richtig gut. So, wir nehmen noch eine Fackel auf. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Miasma zu widerstehen. Aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximale Zeit im Miasma aufzufüllen. Das bedeutet, wenn wir ins Miasma gehen, bekommen wir eine Anzeige. Und die Anzeige ist ein Timer von 5 Minuten, der rückwärts läuft. Ist dieser Timer abgelaufen und wir sind im Miasma, sind wir tot. Drücke Tabulator, um deine Gegner ins Visier zu nehmen. Drücke String, um auszuweichen. Werden wir tun. So, aber das können wir einmal zerdütschen. So, da vorne ist ein Gegner, den haben wir jetzt mit Tabulator anvisiert. Das kann man machen, muss man nicht. Ich mache es in der Regel eigentlich nicht. Ich kämpfe eher so. Das ist auch ganz in Ordnung. So, wir nehmen alles auf, was du hast. Bandagen und Runen. Sehr schön. So, weiter geht's. Hier sind noch zwei Gegner. Mit String-Taste können wir eine Ausweichrolle vollziehen. Auch immer ganz gut, um im Kampf länger am Leben zu bleiben. So, nimm alles mit, mach hin. Wunderschön. Das wäre dann auch geschafft. Und hier geht es langsam wieder raus. Und wir werden sehen, sobald wir aus dem Miasma rausgehen, füllt sich die Leiste wieder auf. Und alles ist gut. Und jetzt auch hier wieder, schaut euch diesen wunderschönen Übergang an, diese wunderschönen Lichteffekte. Mir gefällt das richtig gut. Fällst du, erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Wir haben jetzt hiermit ein Leuchtfeuer erweckt. Und an diesem würden wir wieder erwachen, wenn wir denn hier irgendwo sterben würden. Das ist quasi ein Checkpoint, ganz gut zu wissen. So, unser Ziel ist hier unten. Wir könnten aber hier oben auf dieser Ebene uns noch ein kleines bisschen umschauen. Es gibt halt immer überall was zu finden. Das machen wir mal. Wir nutzen die Zeit und nehmen uns ein paar Minuten und schauen uns hier ein kleines bisschen um. Stufenaufstieg Level 2. Wir könnten jetzt theoretisch schon die ersten Punkte vergeben. Aber das machen wir ganz entspannt. Also erstmal ein bisschen entdecken und später verteilen wir dann gemeinsam die Punkte. Auch hier diese Wagen, die kann man sehr herrlich wieder abbauen. Mach hin. So. So, am Anfang kenne ich mich noch ein kleines bisschen aus. Dadurch, dass ich die Demo gespielt habe, weiß ich ein bisschen. Aber das wird sehr schnell so weit kommen, dass ich dann wahrscheinlich genauso viel weiß. Oder weniger als ihr. Darum, wenn ihr irgendwas wisst, das ich nicht weiß, oder wenn ihr seht, dass ich was übersehe, sagt mir da gerne Bescheid, gebt mir einen Hinweis. Ich freue mich sehr. So, wir schauen uns hier noch ein kleines Bild um. Hier ist im Prinzip nichts Spannendes mehr. Können wir nicht öffnen. Hier unten, ich weiß... Oh, Moment, hier ist eine Treppe. Da gehen wir doch auch mal hinab. Eine Ratte. El Ratto, was machst du denn hier, mein Lieber? Die Tiere geben übrigens auch Fleisch. Wir können das Fleisch später auch kochen. Nein, das wollte ich nicht machen. Auch wunderbar. Wenn wir Stoffwetzen brauchen, solche Sachen hier unbedingt abbauen. Solche Dinge geben uns in der Regel Stoffwetzen. Und Stoffwetzen brauchen wir für alles Mögliche. Vor allen Dingen auch für Kleidung. So. Ich habe in der Demo relativ lange danach gesucht. Und habe es immer nur von Gegnern geplündert. Man bekommt Stoffwetzen. Stoffwetzen aber auch. Indem man solche Bündel, solche Wagenladungen platt macht. Auch wunderschön. So, Leute, das sieht doch wohl herrlich aus hier. Ich finde das Spiel so schön. Es gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe, dass das Spiel so gut ist, wie ich es erwarte. Wie gesagt, die Demo hat mir schon richtig Spaß gemacht. Schaut mal hier, hier gibt es noch mal ein Buch. Das lesen wir doch auch. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die letzten Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe. Und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbliebenen Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Ich würde wirklich zu gerne wissen, wer dieser Hauptmann war. Und ob wir irgendwann noch mehr von ihm erfahren. Vielleicht werden wir ihn auch mal treffen. Aber ich vermute, sie sind alle tot. So, auch hier gibt es noch ein bisschen Garn. Sehr schön. Hier könnten wir uns ein bisschen ausruhen, wenn wir den wollten. Aber, um einen Ausgeruht-Bonus zu bekommen, fehlt uns hier ein bestimmter Faktor. Und das ist Wärme. Das könnten wir erzielen, indem wir uns ein Lagerfeuer bauen. Lassen wir es aber noch sein.
Noch brauchen wir das nicht. So, wir machen auch hier noch ein bisschen Platz. Ich möchte überall noch ein bisschen was einsammeln, dass wir schon ein bisschen Grundressourcen dabei haben. Wir müssen übrigens nicht alles mit dieser Axt abbauen. Später bekommen wir auch richtiges Werkzeug. Wenn du mit einem Schild oder einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, drücke rechte Maustaste zum Blocken. Ein gut getimter Block wird den Angriff parieren. Sehr schön zu wissen, mein Lieber. So, aber jetzt gehen wir weiter. So, wir können hier noch einiges einsammeln. Schaut mal hier. Hier gibt es auch, was ist das? Wachs. Sehr, sehr schön. Wachs und Honig. Und diese Büsche können wir immer wieder einsammeln, um Äste und Pflanzenfasern zu bekommen. Wir können Pilze pflücken. Und wir können selbstverständlich auch einen Baum fällen. Das können wir auch machen. Selbst das funktioniert. Seht, der Baum verliert Holz. Leider geht das Material nicht automatisch in unser Inventar, sondern wir müssen hinterher rumlaufen und diese kleinen Bröckchen aufsammeln, die dann fallen gelassen werden. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja in manchen anderen Spielen auch so. Ernte und iss Beeren, um deine Gesundheit mit der Zeit wieder aufzufüllen. Das bereitet dich auf kommende Gefahren vor. Jawohl, machen wir doch gerne. So, wir schauen mal. Oh, da ist schon... Verdammt, ich drücke schon wieder die falschen Tasten. So, da ist meine Axt. Das hätte uns jetzt beinahe das Leben gekostet. Mein lieber Wolf, sei doch nicht so. Aber wir haben es überlebt. Alles gut. Wunderbar. So, jetzt schauen wir mal. Man kann mit Alt hier unten nämlich seine Leiste ändern. Und hier habe ich schon die Beeren. Zieh sie dir mal rein. Lass es dir schmecken. Und vielleicht auch nochmal ein Pilz. Das regeneriert unsere Ausdauer. So, zurück auf die andere Leiste. Und schon haben wir unsere Axt wieder. Und da vorne, was da so schön leuchtet, das ist der Platz für unseren Altar. Ja, auf zu schnaufen, Mann. Ja, auch in diesem Spiel haben wir wieder Ausdauer. Wir haben mit Ausdauer zu kämpfen. Wir müssen essen, wir müssen trinken. All das, das Übliche. Aber ich glaube nicht, dass wir verhungern können. Das glaube ich eher weniger. Das Essen ist eher dafür da, um Lebensenergie zu regenerieren. Aber ist doch auch in Ordnung. So. Zu den Ressourcen, die wir sammeln müssen, gehören übrigens auch Steine. Wir können Gebäude bauen aus Holz, aus Stein und wahrscheinlich auch noch aus anderen Materialien, die ich am Anfang aber noch gar nicht gefunden habe. So, ich nehme hier nochmal ein paar Steine mit. Nur so ein bisschen, das Gröbste schon mal. Damit wir gleich... Ja, ich weiß. Mit der Axt kann man die Sachen abbauen, das geht wirklich. Aber es gibt später richtiges Werkzeug dafür. Und dann geht das viel, viel einfacher. Die Axt ist eher ungünstig dafür. So, wir gehen jetzt einmal kurz in unser Baumenü. Handwerk. Und wir bauen uns einen Flammenaltar. Du kannst dieses Symbol auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren weiter. Hier findest du die Anforderungen und Zutaten für Rezepte. Auch schön. Du kannst die Rezepte anheften, um benachrichtigt zu werden, sobald du genug Zutaten hast. Wunderschön. Den Flammenaltar müssen wir für die Quest bauen. Mit der Taste Leer, mit der Leertaste können wir das jetzt machen. So, wir haben jetzt einmal den Flammenaltar. Ich baue auch sofort mal eine Werkbank. Und einen Bauhammer, den werden wir auch benötigen. So, schauen wir mal gerade. Einmal ins Inventar, wo er ist. Okay, die zweite Leiste. Hier ist unser Altar und den können wir uns jetzt irgendwo hinstellen. Wir sehen schon diesen schönen Rand drumherum. Der Rand markiert unser Baufeld im Prinzip. So, wir stellen dich erstmal genau hier in die Mitte. Quest aktualisiert, beanspruche einen Platz für deine Basis. Das haben wir damit gemacht. Sehr schön. Jetzt können wir noch mit der Flamme kommunizieren. Machen wir doch. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in der Krypta der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma verhüllten Tag. Neuer Ort auf der Karte markiert. So. Wir schauen mal gerade auf die Karte. Genau. Und hier oben ist der Ort, wo sich der eine Schlafende befindet. Den können wir relativ früh schon befreien und holen. Und das ist dann ein Charakter quasi, der in unserem Örtchen, in unserem Dörfchen, was auch immer wir uns hier bauen, einziehen kann und uns unterstützt. Ich glaube, der erste war ein Schmied. Und den können wir uns dann befreien. Das machen wir aber ganz entspannt. So. Wir nehmen jetzt einmal kurz den Altar. Den haben wir auch schon gebaut. Altar. Oh, Grimo. Die Werkbank. So, der Altar steht ja schon. Entschuldigung. So, jetzt haben wir die Werkbank gebaut. Und die Werkbank gibt uns jetzt die Möglichkeit, andere Dinge zu bauen. Wir haben einmal das manuelle Handwerk. Das haben wir hier. Und die Werkbank gibt uns dann neue, erweiterte Rezepte. Hier könnten wir zum Beispiel noch Garn fertigen. Garn benötigen wir gleich garantiert auch. Darum mache ich schon mal ein bisschen.
Und hier sehen wir auch schon, wir können eine Holzfällaxt und eine Spitzhacke bauen. Was ich auch sehr wichtig finde. Brauchen wir auf jeden Fall. So. An der Werkbank können wir uns grobe Stein- und Holzblöcke bauen. Aus den Steinressourcen und aus den Holzressourcen können wir uns Blöcke machen. Und die müssen wir uns bauen, damit wir aus diesen Blöcken später unsere Festung, unsere Behausung, unsere Häuser und was auch immer bauen können. Und das machen wir jetzt einmal. Wir gehen einmal auf den Bauhammer, wählen Tabulator aus, wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. Wir können jetzt mit String und Mausrad wählen, ob wir Holz oder Stein wählen. Alle Materialien, die wir haben, können wir hier wählen. Öffne das Untermenü, um aus verschiedenen Formkategorien auszuwählen. So, wenn wir jetzt Alt gedrückt halten, kann ich hier durchscrollen und das sind im Prinzip alle Formen, die ich aktuell bauen kann. So, was ich als allererstes benötige, ist erstmal ein Fundament. So, und das wäre hier. Wir machen uns einfach mal, ich würde sagen, wo bauen wir das denn mal hin? Wir machen, fangen auch mal mit Stein an. Ich würde sagen, ich mache mir hier so einen kleinen Weg und hier würde ich mir ganz gerne so ein kleines Gebäude bauen, was wir als Lager benutzen können, zum Beispiel. Oh, und da sind meine Steine schon zu Ende. Kann das denn sein? Alles klar, okay. Ich würde sagen, wir holen uns noch ein paar Steine. Wir haben jetzt ja die Hacke hier und bauen uns auch ein bisschen Stein ab. So, das Das Fundament, würde ich sagen, mache ich erstmal aus Stein. Das Haus, was wir oben drauf bauen, könnten wir dann auch ruhig erstmal aus Holz machen. Das wäre dann auch in Ordnung. Los, sammel doch ein. Und man sieht schon, das Abbauen geht mit der Spitzhacke deutlich entspannter. Und was wir hier sehen, ich habe hier aus Versehen ein Loch in den Boden gegraben. Das machen wir einmal ganz kurz hier. Schaut mal. Wir können das ganze Gelände terraformen, so wie wir das wollen. Wir können alles abbauen. Wir können uns wahrscheinlich richtige Minenschächte graben. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber komm, wir machen hier einfach mal so eine kleine Baustelle hin. Und eventuell, wenn wir mal Lust und Langeweile haben, bauen wir uns dann mal eine Mine hier rein. Einfach aus dem einen Grund, weil wir es können. Richtig gut. Erinnert mich schwer an Minecraft. Und ich glaube, das sind auch Anleihen, die darf man ruhig erkennen. So, jetzt bauen wir uns nochmal gerade ein paar Steinblöcke. Zurück hier rüber, jawohl. Nochmal grobe Steinblöcke bauen. Auf den Hammer wechseln. Und wir setzen uns hier noch ein Fundament. Da würde ich sagen, hier gegenüber von dem Altar können wir das ganz gut machen. Wie viele Blöcke können wir noch? Ich möchte ja nicht zu groß werden, aber wir machen das erstmal. So, in der Art und Weise. So, jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns ein paar Wände. Und die Wände nehmen wir so. Und die Wände mache ich aus Holz. Eins, zwei. Und das Bauen ist wirklich sehr, sehr angenehm gemacht. So, zwischendurch würde ich auch mal sagen, bauen wir immer wieder mal ein Fenster ein. Nicht zu viele. Aber immerhin. Das ist auch ganz wichtig, sonst ist es nämlich nachher in unserer Bude stockedunkel. Und die Lichteffekte sind wirklich grandios. So, hier noch eine Wand. Umdrehen, jawohl. Dann baue ich mir hier noch ein Fenster. Und hier noch ein Fenster und die anderen Wände machen wir dann wieder zu. Sehr schön. Nein, verdammt. Oh Manno. Ja, man kann auch so überlappend bauen. Und dann benutzt das Spiel aber auch nur das Material, was wir tatsächlich brauchen. Heißt, so brauchen wir 56 und hier bräuchten wir jetzt nur 35. Er füllt das quasi dann auf. Aber jetzt habe ich hier an der Stelle das Falsche gebaut. Ist aber nicht schlimm, mit der rechten Maustaste können wir es wieder entfernen. So, ich würde auch das hier nochmal entfernen. Bleibt diese Wand bestehen und hier setzen wir uns jetzt hier die Wand mit Fenster rein. Und ihr seht schon, die schönen Lichteffekte. So, hier kommt einmal. Wir haben nicht mehr genug Holz. Wisst ihr was? Machen wir das Tor aus Stein. Ist doch auch in Ordnung. Dann hören wir auf zu bauen. Und wir begutachten schon mal unsere erste kleine Butze. Sehr schön, Leute. Gefällt mir gut. So, jetzt ist es natürlich relativ spät. Wir haben Nacht. Auch schön. Wir haben einen Tag-Nacht-Wechsel. Sehr, sehr gut. Das war noch eine Sache, die ich in der Demo immer wieder angekreidet habe. In der Demo kam der Tag-Nacht-Wechsel immer wirklich schlagartig. Oh, da kommen Gegner. Wir müssen auf der Hut sein. Du schnapp dir mal deine Waffe, mein Lieber. Vielleicht schmeißen wir euch auch einfach mal
ein paar Bömmchen an den Kopf. Wir haben sie ja. Das Blöde ist, damit ruinieren wir uns quasi auch den Boden. Jetzt haben wir hier ein schönes Loch gebaut, ein schönes Loch gesprengt. Aber ist nicht so schlimm. Das können wir vielleicht später nochmal mit irgendwas überbauen. Da hinten rennt noch einer rum. Und wir gehen jetzt kämpfen. Gib's ihm, Grimbo, hau ihn um. Ist das schön, ich kann Grimbo sagen und ich habe mich nicht versprochen. Weil du bist mein Grimbo. Und Leute, für alle diejenigen, die Return to Moria gesehen haben, die wissen, mein guter alter Zwerg, der Grimbart und der Gamebo, die haben irgendwann, mehr oder weniger aus Versehen, die Wortschöpfung Grimbo gemacht. Passt ganz gut. Und jetzt heißt mein alter Ego hier Grimbo. Sehr schöne Sache. So, hol dir mal ein bisschen Holz. Ah, die Ausdauer, die neigt sich auch dem Ende zu wieder. So, wir gehen einmal kurz rum und ich hatte doch irgendwo eine Fackel. Sehr schön. Okay. So, jetzt brauchen wir nämlich die Fackel, damit wir das Holz sehen, was wir fallen gelassen haben. Super gut. Wir können später auch Lampen bauen und verschiedene Hilfsmittel zum Leuchten. Alles super gut. So, aber jetzt... Guck mal, da wird schon wieder ein bisschen heller. Ist der Mond aufgegangen? Leute, ich feiere ja die Lichtstimmung in dem Spiel. Das gefällt mir ja so, so gut. Unglaublich. So, ich werde so am Anfang immer wieder versuchen, euch die Dinge, die ich weiß, zu erzählen und euch ein bisschen mit ins Spiel zu nehmen. Und die Dinge, wie gesagt, die Dinge, die ich weiß, die werde ich schon mal mit euch teilen. Aber es wird die Zeit kommen, wo ich nichts mehr weiß. Und ich denke, das wird früher kommen, als mir lieb ist. So, wir hauen uns auch noch ein bisschen Stein. Das ist das Interessante. Wenn wir hier Steine abbauen, bekomme ich das automatisch ins Inventar. Wenn ich Bäume abbaue, bleibt das Holz irgendwo liegen. So, ich will mir jetzt nicht wieder ein Loch hier graben. Jetzt schauen wir mal, ob wir genügend Holz haben, um das Dach zu decken. Das wäre natürlich hervorragend. Ich überlege auch gerade, ob wir eventuell direkt auf die zweite Etage gehen. Aber das können wir theoretisch später machen. So. Ich werde jetzt schon erstmal soweit alles mit Dächern zumachen. Auch in Holzblöcke, genau. Wenn wir uns einfach mal ein paar her. Das Schöne ist, dass wir aus dem Holz, was wir sammeln, wirklich sehr, sehr viele Blöcke kriegen. Und damit sehr schnell vorankommen. Wo waren wir wieder? Der Hammer? Der Hammer ist hier. So geht der Hammer. Der Hammer, der geht so. Und ich brauche das nicht. Nein, wir gehen mal kurz hier rein. Wir brauchen jetzt einen Dächer und da brauchen wir genau diese Form. Oder? Bin ich jetzt verkehrt? Ich kann es gerade so nicht setzen. Moment. Das kann natürlich sein, dass ich eine Stütze bauen muss dafür. So war das, glaube ich. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Hier sind die Stützen. Okay. Dann würde ich sagen, packen wir uns doch einfach mal... Ja, komm. Das ist jetzt blöd zu erkennen. Aber ich denke... Ich weiß auch... Ich gucke noch einmal kurz nach. Leute, so viel Zeit muss sein. Nicht, dass ich jetzt hier groben Unfug baue. Ich möchte das auch... Moment... Ich möchte es auch gern aus Holz haben. So, nochmal hier hin. Ich kann tatsächlich nur diese großen Säulen stellen. Oh, verdammt. Jetzt habe ich hier was abgehört. Leute, im Dunkeln arbeiten ist keine gute Idee. Bauen. So, wir füllen das Loch nochmal auf. So, super. Gehst du einmal hier drauf. Und ich denke... Wir probieren es einfach mal so. Mehr als falsch machen können wir nicht. So, wir sind bei Dächern. Okay, dann ist das anscheinend doch kein Dach, was ich hier brauche, sondern wir brauchen nochmal einen Boden. Kann natürlich auch so sein. Und den Boden, den kann ich auch setzen, ohne die Säule zu bauen. Ist in Ordnung. Dann war ich da auf dem falschen Dampfer. Dann ist das wahrscheinlich...
Ach, wir haben jetzt einfach kein Material mehr. Oh, Leute, jetzt habe ich hier oben Stein dran gemacht. Das ist natürlich sehr geschickt. So, drück nochmal zurück. Wir können das aber sehr, sehr, sehr einfach wieder abbauen, indem wir einfach die rechte Maustaste drücken. Entfernen. Und schon sind die Sachen wieder runter. Perfekt. So, und jetzt baue das Holzdach drauf. Dafür haben wir doch so viel Holz gefarmt. Und man sieht auch, das kann ich jetzt wieder bauen, ohne dass es umkippt. Wunderschön. So, ich habe im in der Demo noch unglaubliche Schwierigkeiten damit gehabt, hier zu bauen. Es war wirklich, es war eine Qual für mich, ein bisschen. Aber ich muss sagen, das haben die Entwickler sehr gut gemacht. Sie haben da ordentlich nachgelegt und das Bauen geht mir jetzt momentan zumindest echt gut von der Hand. Wir können hier an der Werkbank auch diverse andere Sachen machen. Wir können Türen bauen, wir können Fenster bauen, Dekoration. Wunderschön. Ressource Holztüre. Wo kann ich denn jetzt die? Ich gehe nochmal kurz ins Handwerk. Da muss ich einmal kurz schauen, wo konnte ich jetzt die Holztüre machen? Handwerk. So, ab und zu muss ich mich auch noch mal ein bisschen orientieren. Das ist ganz klar. Was fehlt uns denn hier für Holztüre? Hierfür brauche ich nur Holzscheite. Und für die Türen brauchen wir Holztüren. Ich gehe noch mal auf den Hammer. Wir gehen noch mal ins Bauen. Also da bin ich gerade überfragt. Ich weiß, dass man Türen bauen kann. Ganz, ganz sicher. Aber ich bin gerade überfragt, wo ich die Türe jetzt herbekomme. Wir können Baugerüste bauen, das ist auch sehr schön, wenn wir höhere Konstruktionen bauen. Können wir uns Gerüste bauen? Extrem coole Sache. Pflanzenfaserdächer können wir bauen, dafür brauchen wir... Darum konnte ich auch gerade kein Dachelement setzen, weil ich diese Sache nicht hatte. Die Kisten, Gleiter, Greifhaken, Betten können wir uns stellen, dafür brauche ich Garn. Garn können wir sogar machen. Garn kann ich garantiert machen, ich habe doch sicherlich noch genügend Fasern. So, und dann würde ich sagen, stellen wir uns auch schon mal ein Bett auf, wenn wir das denn können. Jetzt habe ich natürlich die Pflanzenfasern verbraten fürs Garn. Ist nicht so schlimm. Garn sollten wir sehr schnell zusammenkriegen. Na, komm, wir nehmen noch mal ein bisschen Holz mit. Also Pflanzenfasern kriegen wir aus allen Büschen, die hier so rumstehen. Dann nehmen wir uns noch ein paar mit noch. Da, schon wieder zwei Pflanzenfasern. Hier ist noch was. Dann sammeln wir uns das einmal zusammen und bauen uns gleich das Bett. Schaut mal, hier ist ein Tier. Das können wir auch jagen, wenn wir wollten. Und hier ist wieder ein bisschen Honig. Dankeschön. Supi. Und das sind Bienen. Ich glaube, die Bienen könnten sogar gegen uns kämpfen. Wir haben jetzt gerade auch, glaube ich, ein paar Glühwürmchen aufgesammelt. Die Glühwürmchen brauchen wir später für Lampen. Darum sollten wir immer, wenn wir so etwas sehen hier, so ein schöner Haufen, leuchtender Haufen, das sollten wir mitnehmen. Glühwürmchen sind ganz, ganz wichtig. So, dann schauen wir mal gerade nach, ob wir genügend Pflanzenfasern haben, um uns jetzt ein Bett zu bauen. Jawohl, sehr schön. Wir können ein Bett bauen. Und das können wir dann auch direkt... Und schau mal da, die Bienen verfolgen mich. So, ich muss einmal wechseln, wir brauchen eine Waffe. In der Demo bin ich an diesen vermaledeiten Bienen mehrfach gestorben. Aber ich glaube, so schwer sind die gar nicht. So, kommt doch her, Mann. Leute, kommt. Erwischt. Zerlegt. Das war's. So schwer sind die eigentlich gar nicht. Man muss nur wissen, wie es geht. So, guck noch mal ins Inventar und schau mal bitte gerade nach, wo du das Bett hast. Jawohl. Ich würde sagen, auch das Bett stellen wir jetzt irgendwo hier schön hinein. Am besten. Komm, machen wir mal hier ran. Dann schaue ich auch gerade mal nach, ob wir schon ein Lagerfeuer machen können. Oder... Moment, Handwerk, Lagerfeuer, perfekt. Das brauchen wir nämlich auch, um den Ausgeruht-Bonus überhaupt bekommen zu können. Wo ist es denn? Habe ich es denn gebaut? Ich habe doch... Okay, anscheinend nicht. Ich gehe noch mal kurz rein. Handwerk, Lagerfeuer, herstellen. Ah, jetzt habe ich übersehen. Wir haben zwei gewonnen, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, das stellen wir hier in die Nähe des Bettes. Sehr schön. Ja, pack's weg. Pack's doch einfach weg. Na. Und jetzt können wir hier am Lagerfeuer unser Essen zubereiten. Erstmal. Was war das? Habe ich das jetzt gegessen?
Nee, da ist es. So, nochmal hinsetzen. Hock dich hin. Zum Kochen halten. So, und jetzt können wir das Fleisch hier über die Flamme halten und kriegen ein leckeres gebratenes Schnitzel. Oder was auch immer wir da haben. So, wir können auch die Beeren. Ne, die Beeren können wir nicht braten. Wenn wir Pilze haben, könnten wir jetzt auch Pilze braten. Und jetzt, da wir das Lagerfeuer haben, ist unser fürs Ausruhen alles vorhanden. Wir haben Schutz, wir haben Wärme, wir haben Komfort Level 6. Jetzt können wir schlafen gehen. So wunderschön. Wir schlafen ein bisschen ausgeruht. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ausgeruht 11 Stunden? Wahrscheinlich. Oder ausgeruht 11 Stunden? Wahrscheinlich. Genau, wir haben nicht 11 Uhr, sondern es ist einfach die Zeit. 11 Minuten, die wir ausgeruht sind. Da vorne der Nebel, da ist auch so ein Miasma-Hort. Hier vorne ist auch einer. Und ich denke, das werden wir uns dann in der nächsten Folge mal in Ruhe anschauen. So, für diese Folge sollte das erstmal reichen. Wir haben ein bisschen was gesehen. Wir haben das Spiel ein bisschen kennengelernt. Wir haben unsere erste Bude gebaut. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Gefällt mir offenbar schon mal richtig gut. So, schnapp dir mal was in die Hand, damit du nicht so leer aus. Wir müssen natürlich auch noch Kleidung bauen. Wir müssen noch Equipment bauen. Wir haben so viel noch zu tun. Und wir haben so unglaublich viel zu entdecken, Leute. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Mir gefällt das Spiel richtig gut und ich habe da mega Bock drauf, das mit euch zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert am besten auch die Glocke. Kommentiert ganz fleißig mein Video und Entschuldigung. So, ja. Like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit das Video auch vorgeschlagen wird, wenn ich neue Videos habe, damit das vorgeschlagen wird, damit ich zwischen den ganzen anderen YouTubern, die so viel mehr Abonnenten haben, eventuell auch eine Chance habe, zu euch durchzudringen. Sonst wird es nämlich verdammt schwierig. In diesem Sinne, kommentiert auch fleißig mein Video. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer GameBro.